den zweiten Advent gemütlich mit der Familie zu Hause verbringen. Tja, das ist für die 9- bis 14-jährigen Athleten aus dem In- und Ausland, die heute im internationalen Supercup des Berliner TSC gegeneinander antreten, leider nicht drin. Für sie heißt es heute schlichtweg Leistung zeigen, denn schließlich wollen sich die Nachwuchsschwimmer mit Bestzeiten für die jeweilige nationale und vor allem auch die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Eine mehrtägige Veranstaltung, die sich jedoch nicht nur darin von anderen Wettkämpfen unterscheidet. Das Besondere bei unserem Wettkampf ist die Mehrkampfwertung. Die Mehrkampfwertung sieht so aus, dass wir jede Lage, die wir haben, also das Delfin, das Rücken, das Brust- und das Kraulschiff, das war da die 50 Meter, die 100 Meter und die 200 Meter schwimmen. Davon die Zeiten rechnen wir in Punkte um und diese Punkte addieren wir dann zusammen, sodass wir ein Mehrkampfergebnis haben. Und in diesem Mehrkampf haben wir dann in der Altersgruppe einen Mehrkampfsieger. Ja, und das Teilnehmerfeld ist wirklich gut bestückt. Bestes Beispiel hierfür ist Maya Tubi. Die angehende Sportlerin des Monats Dezember ist natürlich auch hier mit im Becken und mit ihren bisher gezeigten Leistungen auch ganz zufrieden. Das Rennen bin ich jetzt aus dem vollen Training mitgeschwommen. Und also ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meiner Zeit. Und ja. Beste Voraussetzung, auch mal ein ganz großer zu werden, hat aber auch er hier. Vincent Pasek ist trotz seiner erst 10 Jahre bereits ein routinierter Schwimmer und das TSC-Eigengewächs sahnt hier richtig ab. Und auch wenn er quasi jede Disziplin beherrscht, eine favorisierte hat er trotzdem. Meine Lieblingsdisziplin ist hauptsächlich alles, aber am besten denke ich, ich bin in Rücken, glaube ich, am besten. An talentiertem Nachwuchs mangelt es also nicht, doch um es dauerhaft unter die Besten zu schaffen, ja, dafür ist sehr, sehr viel Training und auch Wettkampferfahrung nötig. Für Zweiteres sorgt der Berliner TSC heute mit einem Schwimmwettkampf auf Profiniveau. Und damit sich der Nachwuchs auch schon mal wie ein echter Profi fühlen kann, gibt es für die Schwimmer die Möglichkeit, sich vom Sponsor einen professionellen Wettkampfanzug für das Rennen auszuleihen. Als Schlusspunkt ist es natürlich dann auch Programm, die Gewinnerinnen und Gewinner gebührend für ihre tollen Leistungen zu ehren. Und so geht der Wettkampf mit vielen leuchtenden Kinderaugen zu Ende. Und daran ist nicht nur der Weihnachtsmann schuld, der den Athleten einen spontanen Besuch abstattet. Nein, auch die tollen Leistungen der Athleten haben wir alle restlos überzeugt.